Okay, dann gehen wir hier weiter. Muss ja noch einen Zaun davor auch noch. Dass der nicht hin zum Kunst reinrennen kann. Jetzt. Mit diesen blöden Dellen jetzt. So, jetzt aber. Lass mal weg. Okay. Wie gesagt, obwohl irgendwie das hier gefällt mir ja nicht so gut, ne? Mit dieser. Der Kurve hier gefällt mir irgendwie nicht so gut. Weiß nicht. Also die Kurve irgendwie. Sagt mir nicht so zu, muss ich ehrlich sagen. Nehme ich auch nochmal weg. Wie gesagt, das gefällt mir nicht mit der Kurve hier. Das ist ja irgendwie doof aus. Keine Ahnung. Irgendwie sieht das doof aus. Das hier gefällt mir dann auch nicht. Mal versuchen, ob wir den hier vernünftig ranbekommen. Das sollte gehen. Das geht auch. Wahnsinn. Sehr geil. Dann können wir den wegmachen. Wir können das Hotel vernünftig anbinden. Das darf gerne eine kleine Kurve haben. Das ist in Ordnung. So, wie gesagt, dann werden wir jetzt hier Parkplätze hinbauen, weil, ne, die wollen ja irgendwo parken. Das bleibt so. Dann gehen wir runter. So eine kleine Kurve ist in Ordnung. So einen kleinen Radius. Finde ich ganz okay. Macht dort einen See mit Strand. So ist die Kurve dann wieder schön. Bei einer Rennbahn braucht man keine Parkplätze. Naja, doch für die Besucher schon. Guten Morgen, Chetty. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Vielen Dank für dein Follow. Merci. Dankeschön. Aber dort dann keine Autos kaufen. Ja, ihr wisst genau. Die sollen ja dann da parken, hinfahren. Das ist korrekt. Herzlich willkommen, Chetty, hier im Stream. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Und ich hoffe, du hast etwas Freude. So, wie gesagt, ja. Nee, wir werden hier Parkplätze bauen jetzt dann. Aber ich will erstmal die Straßenbahn hier weiterführen. Hier rumgehen soll. Haben wir ja gesagt, die soll eine Straßenbahn fahren. Warte mal kurz. Ich hoffe, dass er wirklich dann mal bald das macht mit den Straßenbahnen, dass sie auf der Straße fahren. Richtig so, wie es bei anderen Simulationen ist. Ist halt ein bisschen doof sonst. Mal gucken, was wir hier einen Radius finden, der halbwegs passt. Einen gewissen Abstand brauchen wir ja nun mal. Aber es ist, glaube ich, einfacher, wenn wir einfach dann mal einen Platz lassen. Und den als Referenz nehmen. Wir haben ja genug Geld, wir haben 3,8 Millionen Rubel auf der Tasche plus 3,1 Millionen Dollar. Wir machen gerade Import. Ey, wir ballern gerade mit Import. Wir haben, ich sehe es gerade oben, ihr könnt es, doch, ihr seht es ja auch. Ich ballere gerade Importkosten 592.000 rein. Alter, was importieren wir denn? Also, rubeltechnisch ist nicht so prickelnd gerade. Da mache ich mir echt mal Gedanken. Aber das mit dem See ist eigentlich gar nicht so schlecht, muss ich ehrlich sagen. Aber den mache ich dann vielleicht
Lieber irgendwie hier hinten hin oder sowas, bei den Bergen oder irgendwie Bergsee oder sowas. Wäre vielleicht gar nicht. Ja, die Idee ist gut. Fällt mir ganz gut. Was habe ich denn jetzt hier gebaut? Habe ich jetzt hier. Ich bin so ein Ochse, ne? Ich bin so ein Ochse. Ich habe da die Straßendings gebaut. Die gebogene Schiene. Ja, eigentlich alles, da du noch kein Verteiler, wo hast du Benzin? Ja. Gordon, ich habe das erst jetzt mitbekommen. Ich weiß, was du meinst. Mach ich hier genauso. Was, ey, ich bin echt, wirklich. Verzeiht mir, es ist Sonntagmorgen. Ich bin nicht auf der absoluten Höhe momentan. Ja, und ich sagte momentan. So, jetzt nochmal. Also, jetzt in schön, bitte. Zu scharfe Kurve. Ja, nee, ist klar. Das ist zu scharf. Mhm. Die geht, ne? Kein Problem. Aber die andere geht nicht. Weil es ist zu scharfe Kurve. Jetzt geht's, komischerweise. Also, weil ich bin negativ. Na, siehste. Doch gut. Dann haben wir hier natürlich einen leicht größeren Abstand. Wie immer meinst du, das sagst du doch zu jeder Tageszeit. Ja, Ebi, ich hab dich auch gern. So, lass uns jetzt mal eine neue Dings bauen. Ja, wir machen echt nur. Wieso machen wir so wenig Export momentan? Irgendwie ist das komisch. Das wird überhaupt exportiert? Okay, der Tanker steht hier. Der wird gerade erst aufgetankt. Okay, du bist auch am Auftanken mit Treibstoff. So, die stehen ja hier sowieso. Das ist in Ordnung. Das heißt, die anderen sind gerade unterwegs und machen dann erstmal Geld. Und Ebis, du bist da. Wieso ist der geisteskrank, der Ebis? Der ist doch nicht geisteskrank. Schau dir die Tanks selber an. Ja, sofort. Hier. Da. Und jetzt. Ja. Öl und Dings kommt nicht so viel. Ich glaube, ich muss mehr Züge draufballern. Der ist okay, der kommt fährt zurück. Hier ist alles in Ordnung. 80% gefüllt gerade, 100%. Ich war mit dem im Voice und der hat mir ein paar Geschichten erzählt. Ach so, jetzt verstehe ich's. Alles klar. In Ordnung. Ja, okay, der fährt richtig, in Ordnung. Also eigentlich jetzt. Ja, jetzt machen wir auch wieder ein bisschen Plus. Nicht, jetzt es geht, also das Minus geht runter jetzt. Warst du gerade mit eben mit ihm im Voice oder woanders? Da sind die Tanks immer leer und das dauert dann noch länger, wenn du noch mehr Züge einsetzt. Okay. Nee, am Freitag, okay. Aber die sind. Ja, okay, doch, es geht runter, ja klar. Er zieht das jetzt auch raus. Aber der nächste Zug ist irgendwo. Also. Schwierig. Egal. Ja, unser, guck mal, unser grüne Staatsinsel hier, ne? Ganz ehrlich, unser staatliches Fernsehen. Wir haben echt nur 34% Loyalität. Das ist echt wenig. Dabei haben die eigentlich alles. Okay, bis auf ein paar Kleinigkeiten jetzt, aber. Eigentlich müsste es hier noch Bomben gehen. Okay, hier ist ein bisschen. Ich hab ihn nur von meiner Radtour erzählt. Ach so, ja. Ja, das, die ist schon heftig, wenn man das so macht, ne? Aber Respekt davor halt auch. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wir machen jetzt hier hinten weiter, bevor ich mich hier total verfranse. So, warte, wir brauchen wieder Plattform.
So, was haben wir denn da Feines? Ich brauche mal was Kleineres, weil wir bauen ja hier mit. Eine Art S-Bahn, aber das als. Das wäre natürlich so perfekt, ne? Theoretisch, dann hätte man einen perfekten Abstand gehabt. Bushaltestelle mit Dings. Hätten wir gleich integriert. Gleich noch eine Bushaltestelle. Da können sie eigentlich. Wir könnten das echt so machen. Mal ganz kurz gedreht. Verdammt, passt nicht ganz. Trolleybusse könnten wir. Wir könnten auch mal mit Trolleybussen arbeiten, theoretisch. Ist mir zu lang. Ist mir auch zu lang. Ja, Frage ist, wollen wir hier Trams? Ja doch, wir setzen hier Trams ein. Komm, wir bauen jetzt hier als, guck mal, als, Alter, die ist größer als die, als die Pferderennen waren. Das hier als Tramstation. Bisschen heftig. So, dann lass mal gucken. Irgendwas wird sich doch finden lassen. Old Bus Station. Die nicht so lang wären, ne? Viertausend, 6000 Central Rail Station. Bahnsteig klein, das ist mir zu klein hier. Er geht ja komplett unter. Das sieht irgendwie mir zu winzig aus, oder? Ebis, was meinst du? Im Vergleich zur Rennbahn mit so einem winzigen Bahnsteighäuschen hier? Nix, oder? Brauch dich mal als meinen Berater kurz. Kann nicht mehr was trinken. Geht doch an, Tram ist nicht länger, ja. Ich finde aber das Häuschen irgendwie zu klein. Du wirst verwöhnt durch die Züge. Ja, irgendwie schon, ne? Aber ich persönlich finde das Häuschen zu klein. Na komm, wir nehmen es einfach mal. Habe ich einen Knick drinne? Nee, das passt eher noch zu. Was? Eher noch zu groß. Naja, im Gegensatz zu der Bahn hier, ich weiß nicht. Wenn die ganzen Häuser drumherum gehen, geht das komplett unter. Muss ja nochmal wegnehmen. Das hat nicht so ganz gepasst. Vielleicht, obwohl die Entfernung. Ja, vielleicht. Zu weit weg. Ah, die will ich auch jetzt nicht alle 2 Meter hier dran haben, weißt du?
Geht mir ja darum, dass die Bewohner einfach nur hin und her kommen. Ja. 300 Meter, ich weiß. Er hat jetzt hier noch einen hinbauen, dann werde ich hier noch einen hinbauen und dann werden wir da noch einen hinbauen und dann werden wir hier um die Ecke auch noch einen hinbauen. Und hier vielleicht dann auch noch, je nachdem. Also mehrere jetzt noch. Obwohl, das ist noch zu nah, da geht noch was. So, warte. Mod. 160 ist echt wenig, meiner Meinung nach. Also Passagiere. Naja, das kommt noch alles. Kommt ja noch. Wir werden ja hier dann auch noch, ne? Wir gehen ja dann hier noch rum, irgendwie in die City auch noch rein. Das kommt noch. Keine Sorge, das kriegen wir auch noch hin. Und hier soll ja dann, geht ja dann der Zug durch, ne? Dort steigen ja keine ein, außer Touris. Und das waren keine 30 auf einmal. Wo steigen keine Touris ein? Nur hier? Wir werden doch hier auch noch Stadt bauen und so weiter. Also ich glaube schon, dass da mehr einsteigen dann. Die Bahn soll ja nicht alleine hier stehen. Das passt. Passt sogar. Passt sogar. Ja, hier müssen wir einen noch zubauen dann, also einmal hier um den Berg quasi. Quasi Zentralbahnhof. Ja, ich sehe nur Lichter hier, Ja, jetzt mal wieder gewinnen. So, es wäre schön, wenn es jetzt hell werden würde. Danke. Bitte werd hell. Ah ja, okay. Also unser Minus geht jetzt zurück. Alter, 10% Alkis. 33% Loyalität ist nicht viel. Die Leute sollen sich ja auch aufteilen. Ein Teil fährt dann Tram und der Rest Zug. Also, warte mal, jetzt machen wir langsamer. Wir fahren jetzt mal hier ein bisschen weiter mit der Geschichte. So, das passt. Also ist in Ordnung. Und jetzt, warte mal kurz. Machen wir es mal ganz geschickt. Das ist jetzt ein bisschen blöd gelaufen. Das. Hin. Was? Der jetzt da nicht hin oder was? Kommt da nicht hin oder was? Zu scharfe Kurve. Willst du mich verarschen? Der will mich echt verarschen. Das gibt's doch nicht. Der kommt da nicht ran. Jetzt. Mein Gott. So, dann haben wir den.
noch nicht. Plane schon mal vor. Oh, ah, ist das schön. Das hat ja mal endlich mal perfekt geklappt. Perfektes Kreuz. Sehr geil. So, okay. Dann haben wir den. Dann geht noch ein bisschen was. Da geht noch ein bisschen was. Machen wir mal so. 107 Stunden. Na, es läuft doch, Don. Wahnsinn. So, nächste Station. Mod. Nehmen wieder die. Das hier ignorieren wir jetzt mal. Oder auch nicht. Wir nehmen das mal weg. Müsste ja echt mal wieder anfangen mit Industrie hier bauen, oder? Mal so ein bisschen. Wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Nächste Station. So, dann bauen wir da noch einen hin. Dann bauen wir hier hinten noch einen hin. Und hier bauen wir auch noch einen hin. Und dann sind wir auch schon wieder da auf dem Gleis. Also einmal Rundverkehr. Sagte er vorhin schon, bin gespannt, wenn zuerst die 1000 Stunden erreicht. Also es gibt momentan einen, der ist ja unangefochten auf Platz 1. Um die Ecke ist dann eh schon Kohle, also perfekt für Güter- und Personenverkehr. Lukas, definitiv, ja. Nee, Kohle? Ich weiß gar nicht, ist hier Kohle um die Ecke? Nee, ja, da oben. Da ist Kohle. Und hier ist dann Eisen. Da wollen wir ja auch dann ran. Hier können wir dann Eisen aufbauen. Das heißt, wir werden uns das hier abkapseln so ein bisschen. Ob ich hier jetzt noch Kohle abbaue, weiß ich nicht. Weil hier muss ich ja Stadt hinbauen. Ja, Lukas, definitiv, ne? Wenn nichts Schlimmes passiert, sage ich mal, definitiv ist Lukas da absoluter Favorit momentan. Bei den 2000 vielleicht ich. Was ist mit mir dran? Siehst du schon? Hört er seinen Namen, wird er hellhörig. Da wird er schon hellhörig. Ja, schon ist er da. Da sind die Ohren gespitzt. Der Mann hat Ohren wie ein Luchs, sage ich euch. So, nochmal ganz kurz so. Kriegen wir den? Ja, es geht. Der Mann hat Ohren wie ein Luchs. Nehmen wir das mal weg. Und gehen hier rum. Erstmal brauchen wir aber hier eine Station wieder. Nee, aber ist hier alles im Jet. Wäre ja schlimm, wenn es nicht so wäre, ne? Passt nicht, verdammt. Stopp. Weg. Das passt nicht so. Hundertprozentig. So, machen wir es mal anders. Da ist jemand aufmerksam. Ja, ja. Definitiv. Deswegen ist er ja auch einer meiner Mods. Weil er ja auch immer da ist. Genau wie der Ibi eigentlich. Und auch immer aufpasst. Ah! Ein Colonel Hogan! Ein Colonel Hogan ist auch da. Guten Morgen, Herr Colonel. Wie geht es Ihnen heute? So. Servus.
Und ich glaube, ich habe das Gefühl, ich bin der Einzige, der heute einigermaßen frisch ist. Stimme ist komplett Rest in Peace. Ach du meine Güte. Lukas, ich habe dich noch nie so erlebt, dass du so krass eine Erkältung hast. Was mach ich denn da? Schon böse. Ja, guten Morgen, ne? Dann kurier dich heute gescheit aus. Gut geht's. Das kommt auch alle 10 Jahre, Ed. Naja, dann geht's ja, ne? Alle 10 Jahre ist ja okay. Aber Emil, du glaubst doch nicht, dass der Lukas sich richtig auskuriert. Das ist ein... Der ist Hardcore. Der ist komplett Hardcore. Der kuriert sich nicht aus. Der ist wie Chuck Norris. Nicht die Grippe besiegt ihn, sondern er besiegt die Grippe. Um einen ganz billigen Chuck Norris-Witz zu reißen. Da machen wir so. Kommen wir da ran? Nix sag ich, zock gleich weiter. Sag ich doch. Alles klar, Ibis. Wir sind 10 Minuten. Sag doch. Der ist Hardcore. Oi, Ed, das hättest du bleiben können. Ja, ich versuche doch nur lustig zu sein. Lass mich doch auch mal. Ich hab doch sonst nichts mehr zu lachen. So. Hey, mir geht's aber heute einigermaßen gut. Ich meine, okay, ohne Tabletten nicht jetzt, aber mit den Tabletten, die helfen jetzt wenigstens ein bisschen. Also ich kann mich... Das wird nichts bei Idiot. Übrigens, 12.11. jetzt kein Sing-Stream. Dazu habe ich mich gestern Abend entschlossen. Sondern wir machen einen... 12 Stunden plus Satisfactory-Stream. Am 12. Ich hab Bock drauf. Ich hoffe, ihr auch. Ich sag ja. 12 Stunden plus Don. Und bedenke, ich bin dann schon seit 6 Uhr auf dem Bein morgens, ne? Weil ich muss ja da, Alter, nee, das schaffe ich nicht, beim besten Willen nicht, Leute. Ich muss ja schon um 6 Uhr wieder, also morgens um Freitag um 6 Uhr auf der Matte stehen, Wachdienst da ausbilden. Deswegen, also, das wird ein bisschen arg heftig. Na, 80 Stunden. So, warte mal, reicht das, wenn ich hier noch einen hinbaue? Mal drehen. Können wir dich irgendwie auch in schön dahin drehen? Was ich so leicht angeschrägt haben. Mal gucken, wie das aussieht. So, okay, den haben wir. Satisfactory, cool, da gibt's was zu lachen. Bist selber schuld, wenn du einen Plus-Stream machst. Tja, melde dich krank. Geht nicht. Kann ich mich nicht schon nach einer Woche krank melden, das geht nicht. Das kann ich nicht machen. Okay, hier gehe ich jetzt mal komplett aus der Linie raus. Ja, da geht's noch nicht.